Hallo, ich bin die Betty vom Arbeitskreis Medien. Wir sind hier gerade auf der Bundesvertrauensleutekonferenz und ich war auf der Suche nach einem jungen Kollegen und bin fündig geworden. Michel, warum bist du denn heute hier? Ja, ich bin Jugendvertreter bei BMW in Regensburg und über meine Verwaltungsstelle wurde ich hier zur Veranstaltung delegiert. Ja, Michel, was genau sind denn Vertrauensleute? Also als Vertrauensleute verstehen wir betriebliche Funktionäre wie Betriebsräte, Jugendvertreter, Schwerbehindertenvertreter. Aber es können auch Kolleginnen und Kollegen sein, die keine betriebliche Funktion haben, die sich aber gerne für ihre Kollegen einfach einsetzen, den Menschen helfen wollen, ja, und einfach da aktiv sein wollen im Betrieb. Michi, warum sind denn junge Vertrauensleute so wichtig? Na, ich denke, unser zweiter Vorsitzender, der Detlef Wetzel, hat es ja gestern in seiner Begrüßungsrunde recht schön angesprochen. Es werden mit den Betriebsratswahlen 2014 50% der aktiven Funktionäre aus den Betrieben altersbedingt ausscheiden. Und ich denke, diese Zahl allein spricht ja schon Bände genug, warum es wichtig ist, dass wir innerhalb der IG Metall die Jugend fördern und auch gezielt junge Aktive in den Ämtern im Betrieb nachschieben. Ja, Michi, was treibt dich persönlich an und welche Ziele hast du denn noch? Also ich denke, was mich persönlich antreibt, das ist ganz klar das Thema Gerechtigkeit. Bei mir war das in der Schule schon ein sehr wichtiges Thema. Da hat man ja oft mal die Situation, dass ein Schüler von einem Lehrer ungerecht behandelt wird und eine gewisse Ungleichheit oft einmal herrscht. Und ich denke, in der gewerkschaftlichen Arbeit findet man hier ein gutes Mittel, wie man auch im Alltag gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen kann. Tarifverträge spielen hier eine große Rolle, die einfach diese Ungleichheit in der Gesellschaft irgendwie regeln können. Und da ist es wichtig, dass wir uns alle einbringen und wir aktiv sind und gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen. Ja, danke Michi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.